Hallo und herzlich willkommen. Darf ich begrüßen im Presseraum des FC Hansa Rostock zur Vorstellung des neuen Cheftrainers, den ich hier herzlich begrüße. Natürlich auch unseren Sportdirektor Christian Walter. Und an Christian Walter möchte ich auch gleich das erste Wort übergeben. Christian, warum haben wir uns denn für Mehrsatt entschieden? Also erstmal hallo an alle. Kurz angedeutet war das natürlich schon auch ein in den letzten Tagen intensiverer Prozess. Der Mehrsatt und ich, wir kennen uns aber schon länger, immer mal begegnet im deutschen Fußball, oft gegeneinander gespielt. Und dann nach der Entscheidung, dann eben einen neuen Weg zu gehen in der letzten Woche, geht man natürlich dann auch nochmal sehr, sehr tief in verschiedene Profile, die man immer wieder auch beobachtet hat und kennengelernt hat. Und wir selber haben für uns dann auch viele Sachen einfach festgelegt, was wir von dem neuen Trainer erwarten, wie wir uns den neuen Trainer vorstellen, welche Sachen wir davon angehen wollen. Und schlichtweg runtergebrochen war bei Mehrsatt dann in allen Bereichen das beste Gefühl mit der besten Performance. Und ich freue mich, dass er jetzt hier neben uns sitzt. Danke. Da wir die Mikros ja jetzt schon so fokussiert haben auf unseren Sportdirektor, würde ich auch vorschlagen, machen wir erstmal mit den Fragen an Christian weiter. Und dann sprechen wir mit Mehrsatt. Gibt es denn Fragen? Johannes Weber von der Ostsee-Zeitung. Ja, Herr Walter, wie kennen Sie sich schon so lange, sagen Sie mal, welche Begegnungen es schon gab und welchen Austausch es früher schon gab? Also der Austausch früher und das lange Kennen, das muss man ein bisschen ins Relation setzen. Man begegnet sich im Stadion, man spielt gegeneinander, man spricht in dem Zusammenhang immer mal so ganz belanglos über Themen. Aber natürlich ist es so, und das glaube ich, hatte ich schon mal angedeutet, dass ich es mag, auch schon in meiner vorigen Position oft mit Trainern mich auszutauschen, wir als Verein natürlich immer für alle möglichen Szenarien vorbereitet sein zu wollen. Und man spricht immer von sogenannten Spieler-Scouting, natürlich machen wir auch ein Trainer-Scouting, um einfach den Markt zu kennen, um dann nicht irgendwie aus der Hüfte schießen zu müssen. Und dann bewertet man in verschiedenen Sachen Trainer, die für verschiedene Stile stehen, für verschiedene Parameter, was ihre Persönlichkeiten betrifft. Und dadurch konnten wir uns, oder vor allem mich in den letzten Jahren und jetzt natürlich auch in den letzten Tagen, nochmal ein sehr, sehr vertieftes Bild von Mehrsatt verschaffen. Christian Renz von Ostsee. Welche Erwartungen haben Sie vom neuen Cheftrainer? Ja, in erster Linie, dass er möglichst schnell auch die Mannschaft kennenlernt. Er kennt sie schon, hat sich natürlich damit beschäftigt, aber dass er einen möglichst guten Zugang auch zur Mannschaft findet, dass wir gemeinsam eben auch die Hinrunde abschütteln, A in der Analyse, aber B auch einen Blick nach vorne, dass wir eine positive Energie erwarten und dass wir natürlich dann auch seine Art und Weise, wie er Fußball spielt, möglichst schnell umgesetzt bekommen. Tommy Bastian von der Ostsee-Zeitung. Christian, wenn wir jetzt schon eh dabei waren, kannst du das vielleicht so ein bisschen ausführen noch, wie das Trainer-Scouting läuft? Gibt es da einen Background-Check auch? Und, also sprichst du mit ehemaligen Spielern, mit einem Manager oder wie läuft das ab? Ganz genau. Also grundsätzlich versuchen wir erstmal über verschiedene Daten natürlich zu finden, was unabhängig davon, dass man qualitativen Trainer kennt, über Daten auch zu schauen, wie performen welche Trainer. Dann ist es ein ganz normaler Beobachtungsprozess in erster Linie und parallel läuft natürlich ein Kennenlernprozess, der immer mal fortlaufend auch vollzogen wird. Und wenn es dann in die finale Phase geht von Fokustrainern, die wir für uns als passend finden, dann ist es natürlich ein Background-Check genauso, also Funktionäre, Mitarbeiter, Spieler, Kollegen, alle, die in irgendeinem Berührungspunkt hatten mit dem Trainer, dann eben in den kritischen Austausch zu gehen. Und dann kriegt man eigentlich ein sehr, sehr gutes Bild im Vorfeld. Natürlich ist es nicht wie bei Spielern. Einen Trainer kann man jetzt nicht 10-mal treffen. Einen Trainer kann man nicht 10-mal im Stadion beobachten. Man kann nicht in der Kabine stehen. Aber dennoch kann man sich schon grundsätzlich über viele Kanäle ein sehr, sehr gutes Bild verschaffen. Kannst du vielleicht so ein bisschen beschreiben, wie jetzt die vergangenen oder die jüngsten vergangenen Tage gelaufen sind? Wann war der erste ernsthafte Kontakt, wo es dann wirklich ganz konkret wurde? Und ja, wie ging es dann weiter? Wirklich konkret wurde es dann natürlich in der parallel zu der Phase, wo wir dann für uns auch eine Entscheidung getroffen haben, dass wir was ändern wollen. Und dann wurde es natürlich sehr, sehr intensiv. Man geht neben den Gesprächen, die man schon mal geführt hat, nochmal sehr, sehr vertieft in die Analyse des Kaders, in verschiedene Visionen, die der Trainer von sich hat. Natürlich Spielvisionen, Trainingsvisionen und so weiter und so fort, um da eben inhaltlich ein sehr, sehr gutes Bild zu kriegen. Aber versucht sich natürlich auch auf menschlicher Ebene auszutauschen. Wie ist die Kommunikation, welche Ansätze hat er, welche Werte stehen für den Menschen im Vordergrund, und die Tage waren natürlich jetzt intensiv, aber das ist mit die wichtigste Entscheidung, die der Verein treffen muss, und da kann es nicht intensiv genug sein. Du hast ja im Vorfeld das Anforderungsprofil recht klar beschrieben gehabt, und Mehrsatt war jetzt 16 Jahre in
Regensburg. Inwiefern ist das eine Hilfe, aber vielleicht auch eine Gefahr, weil er eben da tief verwurzelt ist und noch nicht so viel anderes gesehen hat, jedenfalls noch nicht als Trainer. Wie bewertest du das? Also ich sehe es wirklich, ich denke gar nicht in Gefahren im Leben. Ich sehe es immer nur, ich sehe immer nur Chancen. Bei Merced ist es natürlich so, dass er über einen sehr, sehr langen Zeitraum nicht nur als Trainer, sondern auch vorher als Spieler den Verein in Regensburg mitprägen durfte. Er hat viel entwickeln können. Das ist ja auch ein Parameter, den wir für uns definiert haben, einen Trainer zu finden, der entwickeln kann, der sich natürlich mit der Sache auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum definieren kann, der mit uns wachsen kann in angenehmen Schritten oder in passenden Schritten. Und deswegen sehe ich das eher sehr, sehr positiv. Der Merced hat natürlich trotzdem über die letzten 4 Jahre, gerade in dem Thema, wo wir uns jetzt aktuell befinden, und zwar Abstiegskampf, sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln können mit Regensburg, mit einer Mannschaft, die immer wieder Kaderumbrüche hatte, die immer wieder Spieler geholt hat aus niedrigeren Ligen, aus der Regionalliga, aus der dritten Liga und so weiter oder eben aus der U19 und hat es immer wieder geschafft, die Spieler relativ schnell dann eben auch an das Level adaptieren zu lassen. Und ich sehe da sehr viele Chancen eher. Gab es neben Merced jetzt noch einen weiteren Kandidaten, der in einer engeren Auswahl war, oder hast du dich dann direkt auf Merced konzentriert, fokussiert? Also es gab noch einen weiteren Kandidaten, weil wir als Verein dann gerade in der finalen Entscheidung nicht alternativlos agieren wollen. Es kann ja auch sein, dass der Merced dann auf einmal sagt, jetzt im finalen Gespräch, ihr passt mir alle nicht. Von daher ist es immer gut, eine Alternative zu haben, und dennoch haben wir uns dann so entschieden. Oh, erst letzte Frage von mir. Der Vertrag, habt ihr bekannt gegeben, geht bis 25 und gilt nur für die zweite Liga. Ist das von beiden Seiten so gewollt gewesen und vielleicht auch eine Motivation, dann umso mehr für den Klassenerhalt zu kämpfen? Oder wie kam es dazu? Ja, also das war von beiden Seiten so gewollt. Unbedingt, weil für uns auch das Zeichen wichtig war, überhaupt nicht über die dritte Liga zu reden. Das heißt nicht, dass wir uns damit nie beschäftigen. Aber das Zeichen war für uns einfach nicht griffig genug, dass man sagt, okay, man denkt jetzt auch darüber hinaus. Das kann man dann immer noch machen, wenn man inhaltlich und persönlich in der Zusammenarbeit überzeugt ist. Aber für den Moment gilt für uns der volle Fokus, die Liga zu halten und unsere Ziele zu erreichen. Christian? Gab es schon ersten Kontakt mit den Spielern, mit der Mannschaft? Und wenn ja, wie hat die Mannschaft den neuen Trainer aufgenommen? Ich persönlich habe den Mannschaftsrat informiert, bevor es nach außen ging, damit die Spieler natürlich als erstes wissen, wer ihr neuer Cheftrainer ist. Und die haben das ganz normal aufgenommen, relativ neutral, ohne Emotionen, wie Spieler halt so sind. Und den Kontakt mit den Spielern, das wird der Merced dann machen. Sven Kriese, Radio 80s. Sie haben gerade gesagt, es gab noch einen zweiten Kandidaten. Ich frage trotzdem nach, es klang schon durch, rhetorisch nochmal. Merced war Ihr Top-Kandidat oder derjenige, den Sie auch unbedingt haben wollten? Ja. Gut, jetzt haben wir so viel über ihn gesprochen. Dann werden wir Merced auch mal fragen, warum er sich für den FC Hansa Rostock entschieden hat. Also Merced erstmal herzlich. Ich brauche mein Mikro. Ja. Ja, Merced, erstmal offiziell herzlich willkommen an Bord der Korga. Warum hast du dich entschieden für den FC Hansa Rostock? Vielen Dank. Nochmal morgen in die Runde und zusammen. Ja, es war keine schwierige Entscheidung, weil der Verein hat sehr viel Potenzial. Das Verein, Stadt, Fans, Mannschaft hat auch sehr viel drin. Das war für mich nicht so schwer, sich dafür zu entscheiden. Okay. Dann sind wir gespannt auf eure Fragen. Ben Brümmer von Ostsee-Zeitung. Ja, auch wenn ich Sie jetzt nicht sehe, ich frage einfach mal da. Jetzt. Nun haben Sie ja in Regensburg eine ziemlich lange Laufbahn hingelegt. Was stimmt Sie optimistisch, dass bei Hansa eine ähnlich lange, wenn nicht sogar längere Laufbahn wird? Das allererstes, ich bin einer, der sich sehr schnell mit einer Sache identifiziert, glaube ich. Das ist das Voraussetzung, dass man irgendwo etwas aufbauen kann, dass man so lange bleiben kann, ist, glaube ich, also brutal wichtig. Und ich kann mich mit dem Fußball, mit dem, was ich hier gesehen habe, ich war ein paar Mal hier, sehr gut, glaube ich, identifizieren und bin sehr, sehr positiv, dass wir da etwas entwickeln können und nach vorne bringen können.
Ja, vielleicht können Sie mal aus Ihrer Sicht sagen, wie das jetzt alles ablief mit dem Kontakt, also wann der erste Kontakt zustande kam, wie sich das weiterentwickelt hat, letztendlich bis zur Vertragsunterzeichnung. Es war, wie Christian gesagt hat, wir kennen uns schon länger und dann jetzt vor kurzem gab es schon intensiven Austausch und wie er gesagt hat, vielleicht sieht man mir das nicht an, aber es war sehr intensiv die letzten Tage. Und jetzt sitze ich da, freue mich, dass ich da bin. Also. Nun ist es ja schon ein ziemlicher Unterschied, aus Bayern hier an die Küste zu gehen. Was hat Sie dazu bewegt zu sagen, ja, Ostsee, das mache ich jetzt mal? Ja, ich komme ursprünglich aus Bosnien, das ist ein brutaler Unterschied, aus Bosnien nach Regensburg zu kommen. Das ist viel weniger Unterschied, von Regensburg nach Rostock zu ziehen, als aus Sarajevo nach Regensburg. Und von daher bin ich seit meinem 10. Lebensjahr sehr viel unterwegs, leider unter besonderen Umständen damals. Aber ich bin, ich freue mich auf neue Leute, neue Herausforderungen und das, was ich bis jetzt gesehen habe, die letzten paar Tage hier. Ich hoffe, dass es so bleibt und noch schöner wird, weil Tag ist schon ziemlich kurz, habe ich festgestellt. Jetzt sehr spät, hell und sehr früh dunkel. Johannes. Herr Selimbegovic, welche Eindrücke hatten Sie denn gewonnen, als Sie mit Regensburg immer Ihre Gastspiele hier hatten? Ja, das ist das, was ich gerne bei einer Mannschaft sehen will, wenn die Gastmannschaft hierher fährt, dass man weiß, was auf dich zukommt, dass man nicht gerne da spielen will mit den ganzen Wucht und. Und das ist genau das, was wir hier unbedingt möglichst schnell brauchen, dass wenn die Gegner hierher fahren, dass die wissen, was auf denen zukommt. Dass wir diese ganze Energie, was dieses Stadion und diese Fans zusammen mit der Mannschaft entfachen können, zusammenbündeln und ins Positive drehen. Und das ist genau das Ziel. Und das reißt mich, das ist auch übrigens Fußball, den ich gerne sehe. Viel, viel Action, viel Aktivität. Immer wieder mal fast mit offenem Visier, aber es passiert etwas. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dafür kommen Leute ins Stadion, dafür lieben Leute Fußball. Und wenn noch erfolgreich dazu kommt, dann ist auch gut. Sven. Sie haben gerade gesagt, die Tage sind ziemlich kurz und waren die Tage ja zuvor sogar recht lang gewesen. Sie waren ja nun 7 Monate auch raus aus dem Geschäft, sage ich mal. Was haben Sie in der Zeit gemacht? So, einiges, aber als allererstes war für mich auch wichtig, mal Abstand vom Fußball zu nehmen, ein bisschen mit mehr Zeit mit Dingen, die zu kurz kommen, wenn du Fußballtrainer in zweiter Bundesliga bist, in erster Linie meine Familie, meine Kinder. Da habe ich sehr viel Zeit verbracht und Dinge gemacht, die man seit Jahren nicht machen könnte. Und dann ging es dann los, schon in Vorbereitung habe ich viele Mannschaften so ein bisschen verfolgt, beobachtet, hospitiert, mich weiterentwickelt oder probiert weiterzuentwickeln. Schauen wir mal, ob es geklappt hat. Sie haben die Familie gerade angesprochen. Wird sie mit nach Rostock kommen oder wollen Sie erst pendeln? Jetzt erstmal nicht und ich pendle nicht, weil es so ein bisschen, ich bin dann hier, Familie da, weil es ist Schule, jetzt in der Mitte von Schuljahr, die Kinder aus der Schule rauszuziehen, finde ich nicht so toll, aber das ist halt so. Adrian Wittmer von der Bild-Zeitung. Weil Sie Stichwort in diesen 7 Monaten schon gegeben haben, wo genau haben Sie hospitiert? Hatten Sie besonderen Kontakt zu irgendeinem Trainer, ein Trainervorbild, was Sie da vielleicht auch kennengelernt, von dem Sie profitiert haben? Erstmal, ich habe kein Vorbild, das soll aber nicht irgendwie überhebelt klingen, sondern ich muss authentisch sein und ich habe meine Ideen vom Fußball. Natürlich gucke ich überall und dann habe ich da ein bisschen, Arsenal war in der Nähe, in Vorbereitung, Liverpool war auch in der Nähe in Vorbereitung, da waren, dann war ich einige Tage in Stuttgart, auch im Trainerteam so unterwegs mit Sebastian Hoeneß, habe ich da ein bisschen Einblicke sammeln können oder dürfen, wie die das machen, also mit meinem guten Freund René Madisch, der jetzt im Moment bei Bayern München ist, auch ständig Austausch und, also das ist nur eine breite Facette, war ja auch ein bisschen in Österreich, habe ich mit meinem guten Freund, der in Belgien bei Celtic Brugge Trainer ist, auch da mal, also vieles gesehen. Dann auch die, Sie haben gesagt, Sie können sich oder freuen sich jetzt hier auf neue Leute, neue Sachen kennenzulernen, aber wie groß war der Respekt, als dann das wirklich feststand, ich muss jetzt weg aus Regensburg zum ersten Mal seit 17 Jahren? Ich war immer wieder mal weg aus Regensburg. War dauerhaft, ja. Von jeder Aufgabe und Herausforderung habe ich auch ein bisschen Respekt.
aber überwiegt immer Freude. Und das ist in dem Fall genauso. Was wussten Sie sonst so von Rostock, also abgesehen vom Stadion, was Sie hier schon ein paar Mal gesehen haben, aber was war Ihre erste Assoziation, als Sie gehört haben, Rostock? Ja, diese Wucht von dem Verein, auch diese Möglichkeiten, die dieses Verein hat, von Gewicht in der Region, das wusste ich schon, wie das ist, weil das spürt man, wenn man hier zum Spiel kommt, am Tag vorher, das spürt man schon in jeder Ecke, dass da was los ist und da, wenn man zu Stadion fährt, das kribbelt schon und das war für mich auch mit das Wichtigste. Weil ich komme auch aus einem Land, wo es Fußball sehr emotional gespielt und gelebt wird. Das ist schon, das kenne ich schon, das ist für mich das Schönste am Fußball. Klar gibt es auch Tage, wo das nicht so schön ist, aber es gibt im Leben und auch im normalen Alltag, in der normalen Arbeitswelt immer wieder Tage, wo es nicht so schön ist. Aber da an diesen Tagen muss man auch wachsen. Und das ist jetzt Aufgabe, dass wir an dieser Herausforderung jetzt hier alle gemeinsam wachsen. Nochmal nach Assoziation zu Hansa. Also das Erste, was mir dann immer bei Regensburg eingefallen ist, so, das waren so die letzten zwei Spiele. Es gab eine klare 0-3 Niederlage voriges Jahr und vor allen Dingen dieses extrem turbulente Pokalspiel. Wie sind Ihre Erinnerungen dahingehend an Hansa? Ja, das ist nicht so schön, wenn man da so neben so einem Pokalfight-Spiel rettet in letzter Sekunde und dann in Verlängerung den 3-2 macht und wir waren am Drücker, den vierten zu machen, zwei, drei richtig gute Konter und dann in letzter Sekunde den Ausgleich zu kassieren und dann in Elfmeter zu entscheiden, war nicht schön, aber das gehört, wie ich gesagt habe, es alles gehört zum Fußball. Diese 0-3-Niederlage klingt ja brutal, aber das Spiel war auch ein bisschen anders. Wir hatten viele Chancen und Hansa war an dem Tag sehr, sehr effektiv. Die Frage, was wissen Sie denn über den aktuellen Kader? Wie haben Sie sich in den letzten Wochen vielleicht auch schon so auf verschiedene Mannschaften so vorbereitet, dass als dann der Anruf kam oder sich das herauskristallisierte Hansa Rostock, dass Sie wussten, okay, dieser Kader, die Mannschaft ist so und so zusammengestellt, das und das könnte man damit anfangen, so könnte ich arbeiten? Ja, grundsätzlich kenne ich die Liga brutal gut, weil ich 6 Jahre am Stück in dieser Liga gearbeitet habe, 2 Jahre als Co-Trainer beim Aachen Bayerlutzer. Und 4 Jahre als Chef und als Regensburg waren wir immer wieder unterwegs, auch Regionalliga, dritte Liga zu scouten. Und die alle Jungs kenne ich sehr gut und weiß ich, dass der Kader genug Qualität hat, um diese Ziele zu erreichen, die wir erreichen wollen. Es gibt natürlich immer wieder so Stellen, wo man sagt, das oder das, man kann über alles diskutieren, aber runtergebrochen. Es ist genug Qualität und ich glaube an diese Kader und glaube an diese Jungs, dass die das besser können als im Moment. Gibt es konkret Spieler, auf die Sie sich vielleicht freuen oder bei denen Sie glauben, da kann noch ein bisschen mehr kommen oder da werden Sie besonders viel Freude dran haben? Also es ist Mannschaftssport, ich freue mich auf diese Mannschaft und es gibt keine Besonderheit oder irgendwas Sonstiges. Ich freue mich auf diese Mannschaft und auf die Fans, auf diese Herausforderung. Aber so Einzelnen bin ich eher ein Typ, der nie einen Einzelnen in den Vordergrund schiebt, auch wenn er etwas überragend macht oder nicht so überragend macht. Wird es ja von mir nicht so ein bisschen etwas rauskriegen können, sage ich jetzt schon mal. Weil am Ende reden wir alle über Team, über Mannschaft und deswegen mag ich nicht, wenn man zu viel über einzelne Spieler spricht. Im Positiven, aber auch im Negativen. Das, was Sie vielleicht in den letzten Wochen von Hansa gesehen haben, was Sie verfolgt haben, was müsste geändert werden? Was wollen Sie als erstes angehen, so allgemein? Also das ist das momentane so Bild, so ein bisschen nach außen, aber auch diese Emotionalität. Und natürlich, wenn du jetzt da in die Winterpause in diesen Tabellenplatz gehst, ist es natürlich so für jeden wichtig, dass die jetzt mal ein bisschen Abstand nehmen. Aber es sind jetzt Wunder möglich und es geht auch nicht, dass ich sage, jetzt erfinde ich ganz was Neues. Ich will diese Mannschaft noch besser kennenlernen im Trainingslager und es bietet sich richtig gut an. Und da werden wir viele Dinge Schritt für Schritt angehen, da, so wie ich mir das vorstelle, aber immer im Verhältnis, wie weit ist das im Moment möglich und was tut den Jungs gut. Weil ich bin nicht derjenige, der sagt, nur so wie ich das mir irgendwie vorstelle, sondern wenn ich merke, dass Jungs so ein bisschen anders, aber besser machen, dann bin ich gerne dabei und nehme die Jungs mit.
Das heißt, wir müssen mehr Tore schießen, weniger kassieren. Einfach gesagt. Sie sagen, was möglich ist, haben Sie zwei schon über Neuzugänge gesprochen jetzt in der Winterpause? Wir haben auch diese Themen gesprochen, aber es waren viele Dinge jetzt so ein bisschen wichtiger, glaube ich. Und das werden wir jetzt in den nächsten Tagen intensiv eingehen, ob es wie, was, ob es überhaupt. Sven-Frage erledigt damit? Okay. Tommy. Tommy. Ja, ich würde nochmal nachhaken. Wir wissen, was Christian von Ihnen erwartet. Was erwarten Sie denn andersrum von Christian? Und haben Sie vielleicht auch so eine Art Background-Check gemacht? Weil Sie müssen ja täglich zusammenarbeiten ab sofort. Natürlich habe ich gemacht. Ich habe auch gescoutet. Er wusste ja nicht, dass ich auch Scouts habe. Ein Spaß. Das ist eher wichtig, dass man sich austauscht und kennenlernt. Und da kriegt man schon ein Gefühl für einen Mensch. Und ich erwarte gerne das von Christian, was er auch von mir erwartet, dass wir offen und ehrlich und fleißig miteinander zusammenarbeiten. Und mehr ist es nicht. Also so, wie einfach es klingt, aber es ist nicht kompliziert. Und ich bin einer, der direkten Austausch sucht, der gerne Dinge bespricht. Und ich sage es immer, lieber sprechen wir einmal mehr als einmal zu wenig, weil das ist brutal wichtig. Hansa hat neben Ihnen noch ein paar mehr Leute, die aus der Ecke da unten kommen. Sag mal, ist ja aus Bayern, würde ich jetzt mal sagen, mit Michael Mayer und Uwe Speidel, der zuletzt hier Interimstrainer war. Kennen Sie die beiden auch vielleicht irgendwie aus vorherigen Stationen, als Gegner, im Nachwuchs vielleicht auch oder so? Und nee. Spielt auch keine Rolle für Sie, das ist sozusagen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Landsmänner. Ich habe sie kennengelernt jetzt, aber es war nicht entscheidend, dass die von da kommen. Okay. Sie sind Bosnier und hier gab es auch mal einen bosnischen Nationalspieler, der hier auch ganz groß rauskam mit Sergi Barbares. Kennen Sie Sergi persönlich? Haben Sie vielleicht auch da irgendwie einen Austausch gesucht? Habe ich die Ehre noch nicht gehabt. Ich hoffe, dass ich das auch irgendwann erlebe. Das ist wirklich eine Legende. Nicht nur hier. Ein großartiger Spieler, aber noch größerer Mensch. Nach meinen Informationen hatten auch Sie die Möglichkeit, oder was heißt auch, Sie hatten die Möglichkeit, Nationaltrainer zu werden in Bosnien. Erstens stimmt es und zweitens, wenn es stimmt, warum haben Sie es nicht gemacht? Ich weiß, woher hier. Also, es gab immer wieder einen Austausch auch mit vielen Vereinen, auch mit bosnischen Fußballverband, aber es war nie so weit, dass ich da irgendwie entscheiden musste, ja oder nein. Es war ein Austausch, aber so weit ist immer noch nie gekommen, dass man so wie jetzt hier vor ein paar Tage Finale-Gespräche geführt hat. Von daher war das nie so ein Thema, wie es manchmal auch in Medien war. Sie haben eben gesagt, dass Sie sich gerne austauschen und das Gespräch zu anderen Leuten suchen. Werden Sie auch alle Alois Schwarz anrufen und ihn zur Mannschaft befragen? Und es spricht nichts dagegen, aber wann und wie ich das mache, das bleibt unter uns zwei. Nicht mehr lange hin bis Weihnachten. Werden Sie die Spieler vorher noch kontaktieren? Werden Sie ihnen Aufgaben mitgeben? Führen Sie erstmal nur Einzelgespräche mit dem Mannschaftsrat oder wie ist der? Ich habe das schon begonnen. Also die Jungs haben schon Aufgaben, da werde ich nicht verändern. Also ich will auch keinen aus Urlaub früher zurückholen. Das mache ich nicht. Also die müssen sich auch erholen. Ich werde eine nach dem anderen natürlich kontaktieren, mich vorstellen und freue mich dann, dass das, das geht schnell. Zweiter ist sehr schnell da. Anfang Januar geht es dann gleich ins Trainingslager. Wie wichtig ist das für Sie, dass es dann relativ zeitnah mit dem Trainingslager startet? Und nach meinen Informationen haben Sie da schon geurlaubt im Sommer. Haben Sie also schon getestet, wie das Hotel ist? Die sind sehr gut informiert, sehe ich. Ja, ich freue mich, dass es auch gleich Trainingslager, weil da verbringt man sehr viel Zeit miteinander, können wir uns besser und intensiver austauschen, kennenlernen. Und das ist immer so das anstrengendste Zeit auch für Trainer, das habe ich dann festgestellt. Früher als Spieler habe ich gedacht, dass nur Spieler anstrengend haben, weil wir ein paar Mal am Tag trainieren, aber als Trainer musst du alles vorbereiten, musst alles im Griff haben, das ist eine sehr intensive Zeit, aber das mag ich und ich freue mich auf diese Trainingslager und ich hoffe, das Wetter dann auch mitmacht, weil das habe ich auch immer wieder mal gehabt, dass man 2 Tage im Hotel eingesperrt sein muss, weil draußen so ein Wind und Regen ist, dass man nichts machen kann, also das wäre nicht gut, aber sonst freue ich mich. Der Kollege hat schon so ein bisschen nach dem Kader gefragt. Wie bewerten Sie den Kader? Also wo sehen Sie vielleicht jetzt die größten Baustellen, die Sie zusammen mit Christian dann vielleicht angehen in der Winterpause? Der Verein hat ja schon angedeutet, dass noch Geld zur Verfügung stünde für Verstärkung und dass da auch ein bisschen was gemacht werden. Ja, es ist im Grunde ist es nicht mein Kernthema. Also kann vielleicht Christian noch mal mehr dazu sagen, aber was wir da haben,
sind auch ein paar Sachen, die wir gesehen haben in der Analyse und die werden wir angehen. Das ist in erster Linie also Kompaktheit und mehr Aktivität in allen Facetten in erster Linie. Dann schauen wir in Schritt für Schritt weiter. Sie haben Achim Beyer-Lautzer schon erwähnt, von dem haben Sie sicherlich auch viel gelernt in den ersten Jahren und dann wollten Sie die Mannschaft weiterentwickeln. So wurde mir das berichtet von dem langjährigen Wegbegleiter. Wie gehen Sie das hier an? Wie wichtig halten Sie das auch, das spielerische Element? Das war ja hier ein häufiger Kritikpunkt in den vergangenen Jahren, auch in den erfolgreichen Jahren, dass relativ wenig Fußball gespielt wurde. Wie gehen Sie das an? Ja, es ist für mich ist ein ganzheitlicher Prozess. Man muss eine Kernkompetenz haben, eine Stärke herauspicken. Und es muss nicht immer Spiel mit Ball sein, aber es muss man alles entwickeln langsam. Und mit Möglichkeiten, die man hat, mit den vielen anderen Umständen, die dazugehören. Also es ist ein Riesenunterschied, ob man in ein Spiel geht von Platz 9 oder von Platz 16, vom Kopf her. Und daher glaube ich, dass es in erster Linie wichtig ist, dass wir uns stabilisieren, dass wir auch Spiele hinten zu null haben und damit alles andere sich auch leichter und einfacher entwickeln können. Und das ist wichtig, auch Spiel mit Ball. Und das ist genau das, was ich haben will. Ich will, dass wir auch da agieren und nicht nur irgendwie auf etwas reagieren, wie es gegen Anläufe und so, sondern dass wir einen klaren Plan haben, wie wir das spielen wollen. Und da ist ein flaches Passspiel auch Wunsch, aber es geht nicht immer. Und wenn man diese lange Ball auch spielen muss, dann spielen wir die, aber die muss man auch gut vorbereiten. Sie bringen einen Co-Trainer mit, werden Sie alle anderen Co-Trainer behalten, vielleicht auch behalten dürfen, vielleicht auch an Christian? Grundsätzlich sind wir in der finalen Analyse noch nicht fertig. Wir werden dann noch interne Gespräche führen, wie das Trainerteam dann letztendlich aussieht. Natürlich ist der Markus Balionis an Mersatz Seite und den Rest werden wir dann erst final intern besprechen. Vielen Dank. Gerne. Es gibt tatsächlich noch eine Frage von Ben. Vielen Dank, Tommy. Ja, auch wenn Sie schon gesagt haben, dass Sie nicht so gerne über einzelne Spieler sprechen, nun haben Sie aber mit Sabri Zing ja einen Spieler in den Reihen hier bei Hansa, den Sie vielleicht schon ein bisschen besser kennen. Gab es vorab auch schon mal Austausch zwischen Ihnen und Zapret? Und wie schätzen Sie ihn eigentlich ein? In Regensburg haben Sie ja ganz gerne auf ihn zurückgegriffen. Ja, es gab einen Kontakt, aber es ist schon ein paar Monate her. Also so ein bisschen mal Kontakt. Ich habe es generell mit vielen Spielern Kontakt, die bei uns in Regensburg waren. Den kenne ich gut. Und ich weiß, dass es, so wie ich das von außen beobachtet habe, für ihn nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat. In dem jungen Mann steckt viel Potenzial. Jetzt muss man sehen und forschen, warum das nicht funktioniert hat. Kann das besser? Ich hoffe, dass er schnell dahin kommt, wo wir den brauchen können, dass er den Verein auch viel mehr geben kann, als er bis jetzt gegeben hat. Alle Fragen beantwortet, sehen alle zufrieden aus. Ja, Mersat, dann viel, viel Erfolg, viel Spaß, gutes Gelingen mit dem FC Hansa Rostock. Erstmal eine gute, entspannte Winterpause, aber die steht wahrscheinlich nicht an. Ihr habt viel Arbeit. Du auch, Christian. Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Und ja, maximale Erfolge. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Schöne Feiertage.